Liebe Zuschauer, meine sehr geehrten Damen und Herren, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zur täglich aktuellen Nachrichtensendung im Mittelerzgebirgsfernsehen mit den Nachrichten für unsere und aus unserer Region. Hier ist Megional am Mittwoch, den 1. Februar. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Hallo, guten Abend und Glück auf. Die Zahl der Borreliosefälle im Erzgebirgskreis hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Das geht aus der Antwort des sächsischen Sozialministeriums auf eine kleine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Alexander Kraus hervor. Wegen dieser durch Zecken übertragenen Krankheit wurden im vergangenen Jahr 266 Erzgebirge behandelt. 2015 waren es lediglich 125 Fälle. Borreliose entsteht, wenn Borrelien durch einen Parasiten, vorrangig der Zecke, oder durch direkten Blutkontakt mit einem infizierten Lebewesen in die Blutbahn gelangen. Hier angekommen verbreiten sich die Bakterien im ganzen Organismus. Sie zerstören Gewebe und greifen Nerven an. Die Zecke gilt als Hauptauslöser der Borreliose bei Menschen und Haustieren. Sie kann aber auch durch andere blutsaugende Insekten wie beispielsweise die Stechmücke, Pferdebremse oder der Laus übertragen werden. Ja, sobald die Temperaturen wieder ansteigen, werden auch die Zecken wieder aktiv. Beim Aufenthalt in Wald und Flur sollte dann vorsichtshalber eine lange Hose getragen werden, um die Krabbler auf Distanz zu halten. Und nach dem Waldbesuch, ganz wichtig, den ganzen Körper absuchen. Dann ist man auf der sicheren Seite. Ja, und sollte sich dann doch eine Zecke festgebissen haben, dann suchen Sie den Hausarzt auf. Eine Impfung gegen Borreliose gibt es derzeit noch nicht. Die sogenannte Zeckenschutzimpfung beugt der Frühsommer-Meningoenzephalitis, kurz FSME, vor. Um sich gegen andere Viren wirkungsvoll zu schützen, hat Sebastian Eberlein auch ein Mittel gefunden. Hier ist der Blick in unseren etwas anderen Kalender. Der nationale Ändere-Dein-Passwort-Tag findet heute am 1. Februar statt. An diesem Tag soll jedes verwendete Passwort geändert werden. Dabei ist auf die Sicherheit eines Passwortes zu achten. Doch was ist eigentlich ein sicheres Passwort? Für alle die, die eher weniger mit dem Thema zu tun haben, kommt nun eine kleine Erläuterung zum Thema. Generell dient ein Passwort der Authentifizierung. Nicht nur im Internet sind diese präsent, auch zur Überprüfung von Berechtigungen, zum Beispiel in Form von Zugangscodes, für das Passieren von Türen, werden Passwörter eingesetzt. Die persönliche Identifikationsnummer, kurz PIN, der EC-Karte dürfte wohl am meisten bekannt sein. Gerade wenn man viel im Internet unterwegs ist und wo zum Beispiel eine persönliche Registrierung erforderlich ist, kann man schon mal den Überblick verlieren bzw. das Passwort vergessen. Welche Kriterien sollte nun ein sicheres Passwort besitzen und wie ist mit diesem umzugehen? Ein Passwort sollte niemals einem Dritten bekannt sein. Für jede Anwendung sollte ein anderes Passwort verwendet werden. Passwörter sollten nicht aufgeschrieben oder unverschlüsselt auf dem Computer gespeichert werden. Nicht nur heute, am Ändere dein Passwort-Tag, sollten die Passwörter geändert werden, sondern es wird geraten, dies regelmäßig zu tun. Kommen wir nun zu den Eigenschaften eines sicheren Passwortes. Nicht verwendet werden sollten aufeinanderfolgende Zeichen oder Ziffernketten der Tastatur, wie zum Beispiel Q, W, E, R, T oder 1, 2, 3, 4, 5. Ebenfalls nicht geeignet sind persönliche Daten, wie der eigene Name oder das eigene Geburtsdatum. Für die Online-Zugänge werden häufig mindestens 12 Groß- und Kleinbuchstaben inklusive Sonderzeichen und Ziffern empfohlen. Für WLAN-Zugänge hingegen sollten es mindestens 20 Zeichen sein. Sichere Passwörter bekommt man zum Beispiel mit Hilfe des Passwortgenerators. Der Passwortgenerator erstellt eine willkürliche Kombination aus Buchstaben und Zahlen. Hierbei kann man auswählen, ob beispielsweise Sonderzeichen verwendet werden sollen oder nicht. Ebenfalls hilfreich kann ein Programm sein, das Passwörter verwaltet.
Denn zufällig generierte Passwörter sind schwer zu merken, da diese keinen Sinn ergeben. Hierbei werden die Passwörter verschlüsselt auf dem Computer gespeichert und können mit Hilfe eines Hauptpasswortes auf- bzw. abgerufen werden. Die zusätzliche Verschlüsselung erschwert einen ungewollten Zugriff. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist, eine Antivirus-Software zu installieren und diese aktuell zu halten. Eine Firewall-Software kann zusätzlich vor einfachen Angriffen schützen. Ist der Rechner sicher und geschützt? Dann gilt beim Surfen durch das World Wide Web immer auf dem Gestreuten bleiben. 11.800 Menschen ohne Job, das sind 1.300 mehr als im Dezember, aber immer noch fast 1.700 weniger als im Vorjahr. Es gibt 2.000 neue Arbeitslosenmeldungen aus Erwerbstätigkeit und die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,6%. Der Winter hat auch nun den Arbeitsmarkt fest im Griff. Dies führte zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar. Mit 2000 Neumeldungen aus der Erwerbstätigkeit stieg der Bestand der Arbeitslosen in den letzten vier Wochen auf 11.800 Personen an. Das sind 13% mehr als noch im Dezember 2016, führte Agenturchef Siegfried Bäumler aus. Hier waren insbesondere der Bereich der Arbeitslosenversicherung betroffen. Fast die Hälfte aller Arbeitslosenmeldungen kamen aus Hoch- und Tiefbauberufen, dem Innenausbau sowie Verkehr- und Logistikberufen. Diese Entwicklung ist typisch für den Januar und jedes Jahr zu beobachten, erklärte Bäumler. Die Arbeitslosenquote liegt aktuell bei 6,6% gegenüber 5,9% vor einem Monat und 7,5% vor einem Jahr. 11.821 Menschen sind derzeit ohne Beschäftigung, 1.327 oder 12,6% mehr als im Dezember 2016. Vor einem Jahr waren noch 1.675 Menschen oder 12,4% weniger arbeitslos. Bei der Agenturaufschlüsselung sieht es wie folgt aus. Stolberg hat mit 5,4% nach wie vor die günstigste Arbeitslosenquote im gesamten Agenturbezirk, gefolgt von Zschopau mit 5,9% und Marienberg mit 6,2%. Die Geschäftsstelle Schwarzenberg schließt mit 6,6% und die Hauptagentur Annaberg-Buchholz mit 7,2% an. Aue bleibt Schlusslicht mit 8%. Und die Zahl des Tages haben wir noch für Sie, wobei ich und die Eltern unter Ihnen sicherlich an dieser Zahl leichte Zweifel hegen. Die praktische Erfahrung sieht dann nämlich etwas ganz anders aus. Na gut, wie auch immer. Also, Wiesbaden, durchschnittlich 180 Euro gaben die privaten Haushalte in Deutschland im Jahr 2015 für Spielwaren, einschließlich Elektronikspiele, aus. Dies teilte das Statistische Bundesamt anlässlich der Spielwarenmesse in Nürnberg mit. Haushalte mit Kindern hatten naturgemäß höhere Ausgaben für diesen Bereich als kinderlose Haushalte. So gaben Paarhaushalte mit Kindern im Jahr 2015 durchschnittlich 468 Euro für Spielwaren aus und Haushalte von Alleinerziehenden 216 Euro. Im Vergleich dazu investierten kinderlose Paarhaushalte im Schnitt 156 Euro und Alleinlebende 84 Euro in Spielwaren. Nur in Betracht gezogen wurden Spielzeuge für Kinder. B174 nach Unfall stundenlang blockiert. Nach einem Unfall war die B174 gestern mehr als 3 Stunden dicht. Zwischen dem Abzweig Lobland und Reizenhain war am Dienstagmittag ein Auto mit Anhänger mit einem kleinen Transporter zusammengestoßen. Verletzt wurde niemand. Ursache war offenbar die spiegelglatte Fahrbahn der Bundesstraße. Die Bergung der beiden Fahrzeuge gestaltete sich nach Angaben der Polizei äußerst schwierig. Auch der Winterdienst musste anrücken, um zu helfen. Auch morgen am Donnerstag ist unter anderem in Gornau, Chemnitzer Straße und in Waldkirchen Hauptstraße mit Geschwindigkeitskontrollen zu rechnen. Darüber hinaus verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen. Ja, und auch die Videomessfahrzeuge der Polizei sind bei diesen Witterungen auf der B174 und B101 unterwegs. Deshalb, meine Lieben, Augen auf und Fuß vom Gas. Das spart Geld und Ärger. Ja, und jetzt schauen wir noch mal, wie es wird, unser Regionalwetter.
Die erste Februarnacht wird klar, wolkenlos und wieder kalt. Grund dafür ist ein kleines Zwischenhoch, was uns den Blick auf die Sterne und den zunehmenden Mond ermöglicht. Bei einer Wahrscheinlichkeit von nur 5% müssen wir nicht mit Niederschlag rechnen. Die Temperaturen befinden sich noch einmal im Keller. Für Olbernhau bedeutet das minus 5 bis minus 4 Grad Celsius. In Marienberg, dort gibt es ebenfalls minus 5 bis minus 4 Grad. Und in Zschopau, dort wird es minimal wärmer mit minus 4 bis minus 3 Grad Celsius. Der Wind weht frisch mit bis zu 51 Kilometer pro Stunde aus Südosten. Und genau der Wind bringt wärmere Luftmassen mit. Am Donnerstag beginnt der Tag grau und bedeckt. Im weiteren Tagesverlauf lichten sich dann die Wolken etwas und die Sonne hat die Möglichkeit, bis zu 3 Arbeitsstunden in den meteorologischen Ring zu werfen. Am Abend zieht es dann wieder zu, also grau wie am Morgen. Der Temperaturverlauf ist dagegen ein etwas anderer. Früh geht es unter 0 los und dann nehmen die Werte Fahrt auf. So, dass man sich in Pfaffroda auf minus 5 bis 3 Grad einstellen kann. In Wolkenstein klettert das Quecksilber auf minus 5 bis 5 Grad. Und in Gornau zeigen die Thermometer minus 5 bis 6 Grad Celsius an. Tja, was dann auch die Spitzenwerte sind. Der Wind weht mäßig mit um die 38 Kilometer pro Stunde aus Südosten. Nun der erste vorsichtige Blick auf das anstehende Wochenende, liebe Zuschauer. Das Tor zum Wochenende, also der Freitag, hält an dem Achterbahnwettermodell fest. Erst unten, dann wieder oben. Der Himmel zeigt sich leicht bewölkt oder bedeckt. Niederschlag ist nicht zu erwarten. Die Temperaturen ebenfalls im Höhenflug mit zwischen 2 und 8 Grad plus, wohlgemerkt, weht ein Hauch von Frühling mit dem stürmischen Wind aus Südosten. Am Samstag ist der Himmel nur noch bewölkt mit einigen sonnigen Abschnitten. Aber dafür müssen wir mit leichtem Regen im gesamten Sendegebiet rechnen. Den müssen wir also dort in Kauf nehmen. Bei 0 bis 6 Grad dreht der Wind dann auf Südwesten. Ja, und genauere Infos für das anstehende Wochenende und dem Wetter gibt es dann morgen hier bei uns. Liebe Zuschauer, das war Megional für heute am Mittwoch und es ist schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben und wieder mit dabei waren. Mit den aktuellen Nachrichten für und aus unserer Region sind wir wieder pünktlich morgen am Donnerstag für Sie hier zur Stelle, wenn Sie denn mögen. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, wenn wir Sie dann wieder begrüßen dürfen. Übrigens, mehr von uns finden Sie noch im Internet unter www.mef-lein.de. Damit wünschen wir Ihnen noch einen schönen Abend, eine erholsame Nacht und ich sage Tschüss bis morgen. Hier noch ein paar Bilder des Tages vom Nachtsnowboarden in Satzung.